Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge No Man's Sky. Ich bin daneben gehopst. Verdammt. Das fängt ja schon mal super geil an. Warte, ich muss Anlauf nehmen. So. Jawohl, ja. Und zwar, ich muss ein paar Aufträge machen, damit ich hier bei den Phykeen ein bisschen ein besseres Ansehen habe. Damit mir der Typ da auf der anderen Seite von der Raumstation diesen Code oder was weiß ich, was das war, gibt, damit ich hier wieder zur Null kann. Ritter Bulecker ist der Typ. Alles klar. So, ich habe keine Erinnerung an mein Leben vor den Sternen. Na, zeig mal her die Mission. Ups, habe ich noch irgendwelche laufen? Gegenstand abliefern, Gegenstand sammeln, Wächter eliminieren. Kriege ich dann auch wenigstens hierfür erforderlicher Rang unbekannt? Oh, klingt doch schon mal nicht schlecht. Gib her. So. Beschädigten Gegenstand reparieren. Gegenstand abliefern. Kreaturen-Scan. Zu niedriger Rang. Alles klar. Okay, dann scheinen diese roten Dinger alle wahrscheinlich. Ja. Gut, dann machen wir halt das Zeug da oben. Mir egal. Ich weiß gar nicht, wie viele Aufträge ich machen soll für den. So, tschüss. Alles klar. Jetzt ein paar Wächter klatschen. Dann habe ich zumindest das eine Ding schon mal. Ah, und ein bisschen Eisen sammeln. Das ist ja publik. Zum Glück gibt es Eisen auf jedem Planet. So. Sagen, flieg los hier durch den Flügel von dem Teil. Und nun fliege mal zum P-Diesel. Ah, sehr gut. Wollte gerade sagen, oh ne, bin ich jetzt wieder zu nah dran oder was? An der Raumstation. Aber nee, es hat geklappt. Je schneller das geht, desto besser. Weil dann können keine Subraum-Scans und so eine Scheiße kommen. Was habe ich denn hier noch so alles? Komisches Zeug. Viereckige Klötze da. So, aussteige. Ja, ich bin perfekt gelandet, würde ich mal sagen. Alter! Warum kriege ich hier Schaden? Was soll das? Verstehe ich nicht. So. Ich würde sagen, diese zwei Missionen kriege ich hier doch locker hin, oder? Ich sehe bloß irgendwie keine Wächter. Hab ich jetzt... Ah, ich höre sie, aber... Habe ich jetzt irgendwie nicht drauf geachtet, weil ich da plötzlich so in der Abgrund geflogen bin. Erstmal Plutonium. Weil Plutonium braucht man immer. So. Was ist das? Ah ja, hier, servus. Direkt mal kaputt schieße das Teil. Uäh. So. Ah. Ey, bleib hier. Was habe ich gekriegt? Nanithaufen. Sehr schön. Wie viele muss ich kaputt hauen? Wächter zerstören. Finde auf der Oberfläche des Planeten die Wächter. Verwickle die Wächter in einen Bodenkampf oder sammle Ressourcen, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Ja, und wie viele? Das finde ich halt immer geil, dass das irgendwie nie dasteht.
Steht da wenigstens auch, dass man da Eisen sammeln soll? Nein. Finde ich echt brutal geil. So. Dann haue ich hier jetzt einfach mal ein bisschen Eisen ab. Die Mission steht komischerweise da unten rechts immer da. Ich weiß gar nicht, warum das mit den Wächtern nicht dasteht. Oder ich gucke da irgendwie gerade nicht drauf. Weiß auch nicht. Worauf ich halt demnächst gucken muss. Was für eine Überleitung, ey. Ist, wie ich das mit den Videos mache. Weil bei mir ändert sich mal wieder ein bisschen was. Und darum kann es sein, dass noch weniger Videos kommen als jetzt sowieso schon. Ich probiere es zwar, das hinzukriegen, dass ich trotzdem noch Videos raushaue, aber. Aber wie gesagt, erstmal muss ich gucken, ob sich das wirklich so zusammenklamüsert, wie ich das jetzt so in Gedanken schon habe, oder ob das doch noch eine Weile dauert. Oder ob das doch nochmal komplett irgendwie anders wird. Das weiß ich noch nicht. Bis. Der war direkt schon rot hier. Junge. Wenn mich schon gleich hier attackieren willst und hier in die Nähe geflogen kommst, dann check wenigstens mal, wo ich stehe. Fliegt direkt an mir vorbei und scannt den Himmel. Ich glaub's ja nicht. Was habe ich nicht alles für ein Gedönse? So. Ich zwar keine Ahnung, was der mir jetzt hier geben will. Todes. Ich finde es so dämlich, dass diese Neutrino-Module nicht stapelbar sind. Zumindest wenn man sie im Exo-Anzug hat. Ha, jetzt geht's hier aber ab mit der Wächter. So. Ich habe keine Ahnung. Mission für die Söldnergilde. Da bin ich gerade dabei. Eine Anomalie finden. Das schwarze Loch erreichen. Okay. 241. 9 Stück noch. Alles klar. Ob das dann mit den Wächtern genauso klappt? Wenn ich die jetzt hier. Eisen zu sicherem Depot liefern. Okay. Da gucke ich erstmal der Bude an. Warte, falsch. Wenn ich jetzt das hier auswähle. Ah, sehr schön. Das wollte ich doch wissen. Kerle? Kommst du her? Dann habe ich schon mal die Hälfte. Oh, da war direkt eine noch in der Nähe. Ja, huch. So. Das ist ja schön, dass die sich hier direkt versammeln. Und ja. Dann halt eben nicht. Dann lasse ich das gerade da drinnen liegen. Ist mir egal. Habe ich das da schon eingesammelt? Tatsache. Die Dinger sehen aus wie diese 5 Liter Bierfässle irgendwie. Keine Ahnung. Planetares Bräu. Planetenbräu oder so. Sowieso komisch, dass es sowas hier nicht gibt. Gerade so für diese Kriegerrasse. Für Kehn oder so.
So nach dem Motto: Ey, hier, guck mal, ich habe etwas Planetenbräu für euch, damit ihr hier. Damit ihr hier fröhlich seid und mir eure Missionen einfacher überlasst. Oder eure Codes besser gesagt. Ist ja immer hier wunderbar, wenn man erstmal hier 20 Missionen machen muss, damit man deine Typis irgendeine komische Information aus dem Bobbes lockt. Oder aus ihre komische Hörner oder was auch immer die da für komische Gesichter als haben. Hab ja schon mal erzählt. Hier in der Tanke stehen welche rum. Da könnt ihr auch sagen, das ist ein Bobbes. Wenn die anguckst. Egal. Ich hoffe mal, auf dem Planet gibt es auch Wächter. Das wäre nämlich sonst blöd, wenn da keine Wächter sind. Wahrscheinlich darf ich dann nämlich auch noch auf einen anderen Planeten fliegen. Oder gerade wieder zurück wahrscheinlich. So nach dem Motto, hier liefert das Zeug ab. Man fliegt hier irgendwie nur noch zwischen zwei Planeten hin und her, wenn man diese komischen Missionen da macht. Außer man muss Zeugs holen, das man irgendwie nicht hat. So wie ich vor ein paar Folgen. Dass ich das Zeug dann direkt mal hier wunderbar bei mir in der Heimatbasis holen musste. So. Boah, guck mal, wie ich landen kann. Hey, so perfekt, voll auf dem Ding. Und ja, ich weiß, dieses Teil hat irgendwie so einen Traktorstrahl, dass man da automatisch drauf landet. Ich will gar nicht wissen, wenn das nicht wäre, wie oft man da wieder losfliegen müsste, damit man da gescheit auf dem Ding steht. Hat der gerade gut Tag gesagt. So. Wie geht es jetzt? Einfach das Zeug verkaufen, oder? Ah, okay. So geht's natürlich auch. Und jetzt? Zum Missionsagent zurückkehren. Ah ja. Ich schätze mal, das ist die Raumstation. Gucken wir mal erstmal hier. Sehe ich von hier aus irgendwo ein paar Wächter? Weil mein Raumschiff steht ja da erstmal gut. Was ist das für ein dämliches Gequietsche hier? Land halt einfach, du Depp. Mit 20.000 Plattformen sind frei und die Gurken hier außen rum und machen dämliche Geräusche. So. Was? Wo bist du? Da bist du. Hab ich schon. Alles klar. Okay, ist noch ein Raumschiff. Hab schon gedacht, so, hä, irgendwo muss hier ein Wächter sein. Ich will ein paar Wächter haben. Ich will jetzt nicht hier nochmal auf irgendeinen anderen Planeten gurken müssen, bloß wegen drei Wächtern. Fortgeschrittener Minenlaser. So, warte mal, wie viel Platz habe ich eigentlich noch in meinem. Ups. Wieso ist das hier nicht in einem? Ist ja voll behindert. Kein Wunder, habe ich keinen Platz mehr. So geht es natürlich viel schneller. Das Zeug hier, das wäre natürlich um einiges besser aufgehoben im Raumschiff, weil da brauche ich es ja sowieso. Wenn ich das Zeug hier für den Hyperantrieb herstellen soll. Warte mal. Wenn ich schon mal in dem Menü bin, ne? So.
gibt es jetzt hier irgendein... Lolle, da landen aber riesige Schiffe. Nee, da ist noch so ein kaputtes Teil. Aber finde ich jetzt nicht so geil. Warum gibt es hier keine Wächter? Immer wenn man irgendeinen Scheiß abbaut, kommen diese Viecher direkt angefurzt und... Ah. Kuckuck. Was hat er jetzt gekriegt? Uip. Okay, die sind hier ein bisschen schneller mit Verstärkung rufen. Aber nicht mit mir. Oh, 36%. Warte mal. Nein. So. Einer fehlt mir jetzt noch, oder? Also im Normalfall müsste ich jetzt richtig gezählt haben und ich müsste nur noch einen Wächter brauchen. Das Geile ist halt, ich frag mich gerade, wenn ich die jetzt halt hier in der Nähe von dieser Station hier habe, diese Wächter, motzen dann die Phykeen wieder rum, weil ich die Wächter da in der Station platt mache oder so. So nach dem Motto, ey, hier, unser Schutz ist voll im Eimer. Warte. Ah. Tesch, mach's doch gleich mal aus. So. Jetzt habe ich beide Missionen fertig. Hier ist überall was am Rauschen und überhaupt. Finde ich jetzt selber voll kacke gerade. Geht ja mal gar nicht. 20.000 Raumschiffe hier, mein Laptop am rumröhren wie noch was. Ich werde gerade hier voll bekloppt. Hä, wie komme ich denn hier hoch auf die Scheiße? Hä? Okay, daneben. Au. Ich würde da gern irgendwie hochkommen, bevor mir hier mein Strahleschutz weg ist. Ah. Okay. Hä, was ist denn das für ein Käse hier? Strahlungsschutz bockt mich nicht. Gerade im Moment. Baut das so behindert? Hier können sie bloß mit dem Raumschiff landen und kommen dann nicht weg. Weil wenn sie weggehen, dann kommen sie nicht mehr hoch. Keine Treppe, nix. Wie kommen diese Typis hier hin? Haben die sich herfliegen lassen von den Leuten, die hier landen, oder was? Das ist ja voll unlogisch. Komische Landeanimation. So. Ich würde sagen, jetzt fetze ich hier noch schnell zur Raumstation, gebe das Zeug ab und gucke dann mal, ob ich jetzt halt schon meine Missionen alle erledigt habe, die ich brauche, oder ob ich noch mehr machen muss. Würde ich mal so sagen. Aha, schon wieder ein Achtungszeichen. Ah, oh, Todes. So, jetzt aber. Sehr gut. Ich hoffe mal, das reicht. Um da hinzukommen, ohne dass mich da jetzt halt irgendwie wieder irgendein Scheiß abfangen will. Könnte aber knapp werden. Jetzt ist mir gerade auch noch was eingefallen. Das kann ich dann jetzt bei Stardew Valley nämlich gleich verwurschte. Als Thema. Wo ich hier gerade über Transportation von Leuten und so gelabert habe. Und die komischen, was auch immer das da jetzt gerade für eine Plattform war,
Ja. Ich hoffe nur, das fällt mir dann gleich wieder ein, wenn ich das dann am PC gestartet habe. Boah, Hilfe. So, hallo. Wieso bist du so langsam? Manchmal, ne? So, rein da. Hallo? Hallo. Ah, jetzt. Alter. Manchmal. Jetzt fängt die Scheiße wieder an, dass er da einen manchmal nicht greift und dann fliegst wieder gegen die Scheißraumstation. Ich hab's ja einmal sogar gehabt, dass ich dagegen geflogen bin und der Dinger kam und hat gesagt: Ey, hier, Wächterdrohne und greife dich an. Weil das Scheißteil mich nicht geschnappt hat. Oder weil ich vielleicht aus Panik aus Versehen geschossen habe, ich weiß es nicht mehr. So, du Rinderbulette. Gib mir meine Belohnung. Bla bla. Mission einreichen. Hey, guck mal. Das Ansehen bei der Entdeckergilde hat sich verbessert. Schön. So. Kohle wurde eingezahlt. Söldnergilde hat sich verbessert. Bei welcher Gilde muss ich jetzt die Scheiße hier eigentlich mich verbessern? Alles klar. Ich habe gesehen. Was habe ich da eigentlich noch für ein Shit, dass der da sagt? Ach so, die Fernsendung. Ja, komm, verpiss dich. Hey, ich habe keinen Bock mehr auf die Mission. Bin gleich mal. Oh, Arschloch und zack, fertig. Sag mal. Bla 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 bla, geh weg jetzt. Nein, falsch. Schon wieder. Ne? Mission für die Söldnergilde abschließen. Alles klar. Das bedeutet, ich darf jetzt noch 15 Mal die Mission annehmen, Wächter umzuhauen, weil der komische Dinger hier nur eine einzige Mission hat für die Söldnergilde. Oder sehe ich das falsch? Müsste ja das hier sein, oder? Also dem Zeichen nach ist das hier die Söldnergilde, das hier Entdeckergilde und das da ist die Handelsgilde. Das da ist, was weiß ich was. Und das kann ich noch nicht, weil ich das Level noch nicht habe. Das Lustige ist, dass es bei den Missionen hier gar keine Söldnergilde gibt. Ich kann nur diese Popel-Mission hier machen. So. Hör mal auf, da zu klatschen die ganze Zeit. Sind wir hier beim Musikantenstadl oder was? Klatscht genauso außerhalb vom Takt wie wenn dir hier Markus und Marianne anguckst oder wie die Typis heißen. Aha. Ist feindlich Händlergildenrang minus 1. Toll. Das heißt, wenn ich jetzt da rausfliege, kommen direkt die Händlergilden-Typis an und ey, du hast uns hier unsere Mission verkackt oder so. Keine Ahnung. So, warte mal. Ich werde jetzt halt. Ich finde diese Missionsdinger hier ein bisschen scheiße, dass da nicht hier in der Missionsbeschreibung steht, mach. Bis du Level 5 in der Söldnergilde hast oder so, keine Ahnung. Wobei das halt voll ewig dauern wird. Aber nee, steht nur so ein Gelaber hier, null will wissen und da unten mach mal Mission für die Söldnergilde. Aber wie viel und wie weit ich da rumballern muss. Warum zeigt er mir die Scheiße hier nochmal an? Ah, jetzt steht's da, na endlich. Eine Mission habe ich, zwei muss ich noch.
Das heißt, ich nehme dieselbe Mission nachher nochmal, wenn ich die hier jetzt abgeschlossen habe. Und dann kann ich wieder, ich glaube, da reingehen, den voll labern und dann wieder zum Null. Boah. Mal gucken, ob ich das alles in der nächsten Mission, in der nächsten Mission, in der nächsten Folge schaffe. Je nachdem kommt ja jetzt noch die Handelsgilde da und flennt rum und will mich abknallen. Was sie dann wahrscheinlich auch wieder schaffen werden. Allerhop. Bis dann.